Die Bahn feiert den 175. Geburtstag in Österreich und alle feiern mit. Und das Geburtstagsgeschenk für alle ÖBB-Fahrgäste zeigt, dass auch die Zukunft der Bahn gehört. Die neue Hochleistungsstrecke Wien-Meidling, St. Pölten, wird am neuen Bahnhof Tullnerfeld symbolisch eröffnet und läutet ein neues Zeitalter ein. Wien-St. Pölten, das sind rund 60 Kilometer, in nur 25 Minuten. 23 Jahre nach Planungsbeginn und 13 Jahre nach dem Baubeginn des Kernstücks, des Lainzer Tunnels, ist die Freude nicht nur bei den Vertretern der Politik und der ÖBB groß. Es ist eigentlich ein neues Bahnzeitalter, das heute beginnt, weil wir eine ganz moderne Hochleistungsstrecke haben, die aber nicht nur in Österreich eine der modernsten ist, sondern in Wirklichkeit weltweit zu den modernsten Strecken gehört. Und weil es ein Zeichen dafür ist, dass die Eisenbahn mit 175 Jahren nicht nur eine große Vergangenheit hatte, sondern vor allem eine ganz große Zukunft hat. Ja, abgesehen einmal vom Tempo zwischen der Verbindung zwischen Wien und St. Pölten, ist das für die Bundeshauptstadt auch sehr wichtig. Also es ist heute im wahrsten Sinne des Wortes die Standortqualität und die wirtschaftliche Entwicklung auf ein vollkommen neues Gleis gestellt. Um dies zu ermöglichen, wurden auch völlig neue Wege beschritten. Wir waren oft vor der Situation, dass wir nicht wussten, wie wir das technisch lösen. Aber mit dem Forschergeist der Ingenieure ist uns hier vieles gelungen. Wir können uns wirklich freuen, mit der österreichischen Bahn ganz an vorderster Stelle der Technologie zu stehen. Es ist eine unglaubliche Ingenieurleistung, die hier passiert ist. Man muss sich vor Augen halten, vor 23 Jahren war der Planungsbeginn. Und wenn man sich dann vorstellt, wie viele Menschen die Stafette getragen haben, einen Beitrag geleistet haben, von den Politikern, den Beamten, den Bauingenieuren, den Streckentechnikern, die Menschen, die den Fahrweg gemacht haben, die IKT-Leute, und ich könnte jetzt wahrscheinlich noch viel länger aufzählen, dann ist das einfach eine großartige Geschichte und ein Beweis, was Menschen erreichen können, wenn sie gemeinsam ein Ziel verfolgen. Und das ist allemal ein Grund, mal ordentlich zu feiern. Feierstimmung kommt auch bei den zahlreichen Bahnkunden auf, die an diesem Tag die Strecke erstmals testen. Sie sind vor allem von der hohen Geschwindigkeit des Zuges beeindruckt, der jedes Auto weit hinter sich lässt. Die kurze Fahrzeit ist enorm. Es zahlt sich fast nicht aus, ein Buch auszupacken oder einen Kaffee zu kaufen. Trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass einem die Ohren zuhaut oder Jesus, nein, das ist so schnell. Das ist ganz ein angenehmes Fahren. Sehr tolle Alternative zum Auto. Also man ist sehr schnell da und total angenehm. Geht super flott, der Zug ist sehr ruhig gewesen. Also eine tolle Sache. Und vor allem, ich bin ein Pendler und hoffe, dass ich aufgrund der neuen Strecke einiges an Zeitersparnis habe. Und die wird natürlich meiner Tochter zugutekommen. Zurück in Wien wartet auf die zahlreichen Interessierten ein weiteres Highlight. Der Tag der offenen Baustelle lädt ein, sich ein eigenes Bild von den Baufortschritten am neuen Hauptbahnhof zu machen und an exklusiven Führungen teilzunehmen. Bereits am 9. Dezember wird der Teilbetrieb gestartet und damit auch hier eine neue Ära der Bahngeschichte eingeleitet. Die Fahrgäste wünschen nur das Beste auf dem Weg in die Zukunft. Ich wünsche der Bahn alles Gute zum Geburtstag. Sehr viele Fahrgäste, die diesen Komfort genießen. Dass die Kundenfreundlichkeit so bleibt, dass sie für uns alle sicher unterwegs ist. Noch mindestens 175 Jahre weitergeht. 175 Jahre Bahn. Das ist eine Geschichte von Forschergeist, Pioniertaten, industrieller Revolution, technischer Innovation und neuen Ideen. Und es ist eine Geschichte, die spannend weitergeht.